Markus, du hast jetzt vielleicht noch ein paar Demonic Slates, oder? Nee, aber ich hab die anderen. Die Einser Slates. Deren Anfang. Die sind an der Chest da auf dem Altar, Achso. wo die Pipe reingeht. Wow. Oh. Entweder brauchen wir für die Kerzen, ne, brauchen wir entweder Beeswax von Pam's Harvestcraft. Oder wir müssen noch eine Bärenfarm aufstellen und 4000 Wachsbeeren züchten. Um 1000 Wachs zu kriegen, um 1000 Kerzen zu machen. Ja, das ist anspruchsvoll. Wir haben unten immer noch das riesige Salatfeld, was wir bestimmt in Wachskram umwandeln können. Bis es so weitergeht, habe ich auch bald hier meinen Kram durch. Dann kann man hier am besten mit mehr als 3 Frames versuchen, das hier am besten mit 3 Mann gleichzeitig zu enchanten zu kriegen. Jo. So, dann kann man sich 2 um 3 und 1 um 2 von den Podesten. Da waren es hier. Wo? Bei den Perlen. Du meinst da unten drunter? Ist ja schon lange. Ich habe gehofft, dass ich da Wasser rauskriege, weil ich es direkt am Wasser platziert habe, aber da hat das Feuer noch gebrannt da oben, also habe ich jetzt Feuer gekriegt. Irgendwas die Lava da oder keine Ahnung, was da los war. Candleberries sind das nämlich, die Kerzenbeeren. Ah, ja. Achtsinn und so. Wir brauchen immer noch Federn. Kannst du herstellen mit Arrows. Naja, ich war. Was 3 Pfeilen mit einer Feder, das ist voll nicht wertvoll oder so. Und das Abfallen wird ein Hühnerei. Das brauchen wir besser. Theoretisch mit Looting und so weiter. Moment, ich habe auf meinem Schwert Looting 3, also aus 8 Pfeilen wird ein Hühnerei, hast du gesagt? In 9 Buns. Aus 9 Pfeilen wird ein Hühnerei, das wären praktisch so gesehen 3 Federn und kein Lebenspunkt, also kein Blut. Also die Chance, dass wir da mehr als 3 Federn rauskriegen pro Huhn, ist eigentlich adäquat. War das doch ein Ei und 8 Pfeile oder so, oder wie war das? Eigentlich seltsamerweise geht das. Was geht denn? Das ist anscheinend disabled worden. Heißt im Klartext, Eier deppern. Glaub, Küken geben wir noch nichts. Das mit dem Pfeilen geht, das habe ich benutzt. Erst vor kurzem. Bei mir ging es gerade nicht, wurde noch nicht angezeigt. Sagen wir so, man könnte theoretisch am Blattaltar mit einer Feder einen Spawn schicken machen und daraus mehr als eine Feder wieder rauskriegen. Ja, da brauchen wir halt erstmal diese eine Feder für. Du Klar. brauchst Chemistry Set und dann die oberen 3 Slots voll machen. Mit Arrows. Ja, das wissen wir auch. Aber das Ja, wollten wir nicht. das wurde mir nicht angezeigt. Es wird auch nicht angezeigt, dass. Ach so, in NEI oder wie meinst du? Hä? Doch, Bei wird mir es. zeigt es an. Wenn du auf Federn klickst und auf Crafting-Rezept, dann kommt das. Auch bei mir sogar. Und ich habe damit noch gar nicht gearbeitet. Achso, ja, Federn direkt, ja, ich habe jetzt nach braunen Hühnern gesucht.
Oh, weil es cooler ist. Mach ich direkt Hühner. Dann zück mal dein Schwert. Was? Du hast das, du. Nee. So. Hallo? Danke. Das waren jetzt wie viele? 9. Läuft doch gut. Das waren 11. Das waren nochmal 12. Reicht. Ich habe gerade mit 3 Hühnern 32 Federn gekriegt. Hier. Und ganze 3 Raw Chicken. Oh. Also, hands down, das ist ein gutes Schwert, was ich in der Hand habe. Mhm. Ich setze ja auch immer auf Looting. Ich habe da, glaube ich, mindestens 2 Tonnen Lapis unten am Riff hängen oder so. Warum mache ich dafür den runter machen? Was runter machen musstest? Ende. Ah. Hands down kennst du aber, oder? Hands down kenn ich, ja. Gut. Das weiß man nie. Ich wollte jetzt nicht irgendwas gesagt haben und dann meinst du am Ende, meinst du die Aussage am Ende ernst und nicht sarkastisch oder so. Bei ihr ironisch, oder? Ja. Halt unernst! Das weiß man bei dir nie. Ich bald meine ranzige, glitzernde Diamanthose ablegen. Ja, ziemlich bald sogar. Das ist noch die Diamanthose von einem der früheren Looting Packs. Glaubt man gar nicht. Hopp. Oh mein Gott, das klang wie eine Hose. Das ist deine Hose. Das klang wie eine Hose. Ja, Hosensounds. Deine Kleidung keine eigenen Sounds? Altet. Nein. Ich hab Schaden genommen. War das schlecht oder hat die an mich gebunden jetzt? Die hat sich, glaube ich, an dich gebunden, einfach nur. Immer noch Schaden. Aha. Ach ja, dann muss ich da wohl eine Blood Open Nummer 3 reinpacken. Das ist ja Blood Open. Was ist? Ja, anscheinend bist du nicht mit dem Netzwerk verbunden. Ja, wie denn auch? Wann hab ich das denn gemacht? Weiß nicht, hätte das sein können. Wie verbindet man sich mit dem Netzwerk? Einmal Rechtsklick damit. Das sollte jetzt ein klein wenig angemacht haben. Hm, ein Herz. Los nochmal. Current Owner Schneemann steht halt drauf, ne? Bound Leggings. Okay. Wollte aber eigentlich nicht Schaden. Jetzt kriege ich auf jeden Fall keinen Schaden mehr momentan. Mach ich es liegt damit. Irgendwie so 9 Milliarden 600. Ja. 4000. Sagen wir so. Es stackt. Ich bringe jetzt etwa 6. Ich meine, ich glaube. Das wollte ich doch behalten, ja. Dass das Haze Sigil exakt dasselbe tut wie meine Schuhe. Oder mal kurz? Nein, das Haze Sigil alleine macht mich schon schneller. Mich schon viel schneller. Ja, es ist besser. War auch teurer. So, wenn ich jetzt einen Speedtrank nehme und mit Hedgehog hier drüber renne, bin ich, glaube ich, ja, das wollen wir, glaube ich, gar nicht wissen. Sprinten. Und dann noch einen Kaffee dazu. Ja, stimmt, das deckt ja nochmal extra. Nur schade, dass es keinen Kaffee gibt. Einfach, ich kann jetzt auf den Stand 6 Blöcke hochspringen, glaube ich, oder 5 oder so. Haus?
Who cares? Ich komme vom Haus, vom Boden aus ziemlich genau auf den Dachfürst. Auf den Dachfürst? Auf den Dachfürst. Ich will auch. Hätte ich den Siegel nehmen müssen. Er hat den Fürst bestiegen. Ich hab's bloß nicht aktiviert anscheinend. Sagen wir so, wenn ich Shift drücke, dann habe ich auch noch den Leapfrog drauf und dann komme ich ja ganz hoch problemlos. Soll ich sie nochmal entbinden, Markus? Willst du es neu machen? Kann man da die Siegel nochmal rausholen oder darf ich die nochmal craften? Nein, die kann man rausholen. Ah, okay. Ich meine, Wo bist du? Hinterm Altar. Wenn du mal kurz schaust, wenn ich jetzt mit Leapfrog und meinem momentanen Setup nur springe jetzt. Ja. Das hoch. Da haben wir die Mitte draufpacken. Ein Teil. Ah, kann gleich alle drei machen. So. Ja, ich muss ja, glaube ich, eins nach dem anderen sein. Na, bleibst du wohl drauf liegen. Okay, so. Und. Wie ich mit einem kurzen Sprint einfach über diese ganze Pyramide drüber hüpfen kann, ne? Och, sorry. Also einfach wieder raufschmeißen. Autsch. Wurfpräzision. Okay. Dankeschön. Da kriegst du jetzt nochmal zwei extra Sockel. Nicht, weil du wegrennst. Sorry. Was wolltest du jetzt hier? Jetzt kann ich mich auch hier hinstellen und die ganzen Skelette können mir egal sein, weil ich die Pfeile ja jetzt abwehre. Jo. Weil meine Hose mich jetzt vor Kopftreffern schützt, logischerweise. Nein, das war ein Engel und die Zombie, aber der stand so in der Ecke, dass ich nicht rankam. Nein! So, wie geht das jetzt mit Rüstung bauen? Du packst eine Demon Bloodshot rein. Auf ganz naher Entfernung kann man nicht den Pfeilen ausweichen. Zwei Siegel. Okay. Pro Kleidungsstück. Kriegt die Hose eigentlich Schaden? Nee. Geil. Nur der Bluthaushalt, der ist gut genug. Kann man die eigentlich enchanten? Weiß ich nicht. Ich meine, den Helm konnte ich enchanten. Ja, aber der Helm ist auch nicht so normal. Ich teste einfach mal. Ich guck. Kann ich nicht. Ich kann mir trotzdem noch ein paar Inzensbären in die Fresse schieben. Also wir brauchen nochmal Samen von allem. Wäre auch zu schön gewesen, das zu enchanten. Tja. Und eine Demon Bloodshot reinpacken, oder? Ja, eine. Geht nicht. Geht nicht. Ich probier's mal, vielleicht habe ich's falsch platziert. Was baust du denn gerade? Schuhe. Ich glaub, Schuhe waren so rum. Glaube ich. Ja. Ja. Oh Mann. Erstmal schön Explosionen verursachen. Ja, Blutmagie ist schwer. Blutmagie ist doof. Blutmagie ist blutig. haben wir noch Saatgut irgendwo? In unserer Saatgutkiste oder in unserer Grünzeugkiste. Warum nehme ich Schaden? Weil du wahrscheinlich nicht momentan in dem System bist.
Müsste ja eigentlich sein, aber seltsamerweise. Also, was brauchst du denn für einen Samen? Moment, ich brauche Artischocken, Bambus und Bohnen, Brokkoli und Kaffee. Moment, Moment, Moment. Ich habe vergessen, was Artischocken auf Englisch sind. Artichoke. Oh, das ist zu leicht. Ich glaube nicht, dass wir die haben hier. Wie kann man nochmal seinen Status abfragen? Mit dem Divination Sigil. Ah, super. Also, ich noch Bamboo Shoot? Haben wir Null nicht. LP. Bean? Was? Bean Seed? Bean Seed? Bean Seed. Kannst selber mit durch euch mal, musst du nicht. Ja, also, Seeds sind die hier: Blackberry, Blueberry, Cabbage, Cactus Fruit, Corn, Turnip, Raspberry, Parsnip, Okra, Grape, Garlic, Cucumber, Cranberry, Zucchini, Tee, Brokkoli. Ja, Brokkoli brauche ich ja eine. Hast du gesagt, Brussel. Leek kann man auch. Leek? Hab ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt, okay. Langsam. Süßkartoffeln, Tomate, Radieschen, Spice Leaf, Salat. Sonst noch der Sonnenblume, Baumwolle, Kaktus, Cotton. Das sind Saplings alles. Pumpkin. Du musst quasi mit Bone Meal und einer Skype, wollte ich gerade sagen. Und eben so einem Absägeteil. Crook? Einer Sense. Rumlaufen, weil du kriegst so viele verschiedene Saatgut. Achso, die Brokkoli-Samen habe ich gerade im Inventar, Moment. Ich habe einfach mal die Hälfte genommen. Einer hätte gereicht, danke. So. So, ich habe Wasser 45, Luft 40. Erde 46, Feuer. Dunkelheit habe ich über einen ganzen Stack. Davon habe ich 45, davon habe ich auch, okay. Also was meinst du mit Absägezahlen? Crook oder? Nee, einfach eine ganz normale Sense. Ich habe den Namen vergessen, diese Handsensen. Handsensen? Nee, Sickel. Ja, Sickel, genau, eine Sichel. Ah, wie schön, dass wir eine Flax infused haben. Mit Silkatsch 5 aus irgendeinem Grund. Okay. Flax infused verwende ich eigentlich auch immer bei sowas. Jo. Ach, hier sind noch Seeds drin, Moment. So Mushroom, halt. Turnip, Tea, Sweet Potato, Strawberry, Spice Leaf, Rutabaga, Radieschen, Zucchini, Bell Pepper, Blackberry, Brokkoli, Brussel, Cabbage, Korn. Leek Seed, eine. Ein Leek Seed. Reicht. Wie On kriegen wir jetzt eigentlich Amaranth? Never. Aber wie wär's denn so? Eng bekommt keine Ahnung. Aber das kann nicht man irgendwie fahren. Ich wollte gerade sagen, das ist auf einem Baum, oder? Kannst du eine Farm draus machen? Ich habe mich unten versucht, aber klappt irgendwie nicht ganz so wie es. Willst du den Leek Seed dir nehmen oder sollte er da verkümmern? Nein, ich nehme den schon. Auf der Straße immer noch. Was fehlt denn jetzt? Bambus, Bohne, Kaffee, Haube und Zwiebel. Zwiebel haben wir. Nee, nicht Zwiebel, Garlic. Doch, genau. Garlic habe ich mehrfach schon vorgelesen. Simon, was machst du denn eigentlich gerade für Quest? The Farmer. Gerne. Ach so. Garlic habe ich schon mehrfach vorgelesen, hättest du mir auch antworten können. Ich hab's immer etwas anders verstanden gehabt. Traube, Bambus und Kaffee. Fieskrams. Haben wir noch genug Fisch ansonsten? Angeln haben wir genug. Geht ja nicht ums Angeln. Dafür haben wir ja Maschinen. Thank you.
Jetzt noch nicht wachsen soll. Egal. Ah, die Schocken fehlen auch noch. Gerade wo man sich mit.